Hier meine Schlagzeile von heute. Finale der Salzburger Festspiele 2023. Diesmal mit einem schrägen Jedermann. Aber die Kasse klingelte wie nie. Kultur, kostbar und pur an der Salzach. Rund 30 Millionen Euro spielten die Salzburger Festspiele 2023 ein, die gerade zu Ende gegangen sind. 178 Aufführungen und 68 Sonderveranstaltungen erzielten den Rekord bei einer fast 100%igen Auslastung. Mit anderen Worten, es war alles ausverkauft, wenn auch so manche Darbietung Erstaunen oder Entsetzen ausgelöst hat. Beim Traditionsstück »Jedermann« schieden sich die Geister. Es wurde viel gegendert und Frauen waren keine Frauen und Männer keine Männer. »Jedermann«, und das soll keinem passieren, wurde dieses Jahr entmannt. Man war im Zweifel, ob Aktivisten eine wunderbare Berufsbezeichnung für geltungssüchtige Nichtstuer zum Stück gehörten oder Spielverderber im Einsatz waren. Zur Aufklärung: Die Mannen mit den Feuerlöschern gehörten wirklich zum Stück. Die anderen, als es dunkel wurde, waren die weltverbessernden Gutmenschen der Amateurpolitik und wurden abgeführt. Gemäckelt wurde bei den 241.300 Besuchern bei der Königsdisziplin Oper, wo es tatsächlich wenig Überraschendes gab. Bei Giuseppe Verdis Falstaff-Aufführung, von Christoph Martaler inszeniert, ließ Altmeister Orson Welles grüßen. Aber ein besonderes Vergnügen bereitete die junge Giulia Semenzato, die als Nanetta mit feinen Pianissimi auffiel. Le Nozze di Figaro, Martin Cuseis dritte Mozart-Regie, wirkte ein bisschen wie 20 Jahre zu spät bei den Festspielen. Männer sind, wir wissen es, Schweine, aber braucht man auch 2023 noch hauptsächlich nackte Frauen, um das zu beweisen? Das Mafia-Bühnenbild dazu war so abgegriffen wie ein altes Sofa.